Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream zu Need for Speed Payback. Die 10. Ausgabe, vielleicht die letzte? Ich glaube es nicht, weil wir haben noch die letzte Runner-Mission vor uns und den Outlaws Rush. Ja, dann hätten wir die Hauptkampagne durch, aber den Speedcross DLC haben wir denn ja noch. Ja, auf jeden Fall, der letzte Stream ist schon etwas länger her. Sorry dafür. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Wobei ich denke mal, ich werde mir erstmal noch ein neues Auto holen. In Civic sind wir ja schon ein bisschen gefahren bei den letzten Missionen, als wir Runner gespielt haben. Mal schauen hier. Gehen wir mal hier hin. Und schauen uns mal so oben, was wir so kriegen können. Und worauf ich Bock habe. Die Freischalt durch CarPack. Ah! Was ist das für ein CarPack? Ist ein DLC, was man sich kaufen konnte? Ich weiß es nicht, weil auf dem. Weil ich kann mich hier. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass ich auf dem PC die Karre gefahren bin. Ich weiß aber auch gerade nicht, ob ich für den PC auch weil nee, mit der Deluxe Edition hat das nichts zu tun. Ist wahrscheinlich noch ein extra DLC, was man sich kaufen muss. Porsche Carrera S wäre ganz nett. Porsche sind wir bei den Racern ja schon gefahren, ne? Wäre BMW schon ganz geil. Ja, nee, nehme ich einen BMW. Die meisten
Kopf, Auspuff und Steuergerät brauchen wir noch. Oh ja, Tempo. Steuergerät fehlt. Ach, da kann ich mal Viper. Da kann ich mal meinen Namen eingeben. Der vollständige Name passt nicht, deswegen nehme ich nur Viper. Need for Speed, zack. Machen wir das dran. Leitbleche. Ah, bleibt der Original dran.
So. Ja, mal soweit alles gemacht. Ach, die Seitenschmelle haben wir noch nicht gemacht. So. Jetzt noch die Felgen. Die sehen noch ein bisschen BBS-mäßig aus. Deswegen nehmen wir die mal. So, Primärfarbe.
Dein nächster Auftrag wartet. Mach dich bereit. Ich bin aufgeflogen, weißt du noch? Du brauchst keine Tarnung mehr. Wir gehen gegen den Collector vor. Der Collector ist mir egal. Wir sind hinter Lina Navarro her. Wenn Navarro fällt, fällt auch der Collector. So kriegen wir beide, was wir wollen. Ich schicke dir Hilfe. Du wirst ihn erkennen, wenn du dort bist. Das war's schon. Bist du mein Kontakt? Nicht so laut. Man weiß nie, wer vielleicht mithört. Okay, du bist es definitiv. So, wir fahren als erstes dorthin. Wir müssen Daten von mehreren Hausservern ziehen. Ich hoffe, du bist schnell. Sonst wäre ich willkommen hier. Ich bin übrigens Jess. Underground Soldier Shifter. Freut mich. Das ist eine Driftliga, richtig? Dann kennst du also Mac. Mac? Ja, er hat sich als wahrer Kämpfer für die Sache erwiesen. Ein guter Soldat. Und du kannst diese Dinger, wirklich hacken oder was auch immer du vorhast? Bitte, jedes Grip-Kiddy kann eine Firewall knacken. Das hier ist eine digitale Infiltration. Du musst nur das Auto gerade halten. Okay. Halt an. Gut, gut. Und ich hab's. Okay, weiter. So. Was ist die beste Route? Ja, das. Der Anfang ist gemacht. Was Gutes entdeckt? Was Gutes? Nicht wirklich. Das hier ist schräg. Schräg? Noch schräger? So, genau wie letztes Mal. Klar. Gut, weg hier. Erledigt. Und weiter. Und schräg? Ja, ausgesprochen schräg. Krieg ich einen Tipp? Ich sehe jede Menge Tracking-Daten für verschiedene Fahrzeuge. Huayra BC, Nissan GT-R, Chevy C10. Klingelt da was? Ich habe diese Wagen schon mal gesehen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Diese beiden Crashes, die waren schon echt okay, traurig mach gerade. Dein, du weißt schon. Ding. Ja, ja, schon gut. Ich habe die Daten. Fahren wir. Fast geschafft. Wow. Was? Oh, nichts. Gar nichts. Ich war nur kurz irritiert. Alles in Ordnung. Ich krieg weiterhin Daten über diese Autos rein. Das gefällt mir gar nicht. Geschafft.
Okay, alles... Mist, hab was ausgelöst. Shit, vergiss die Server. Wir müssen verschwinden. Was hast du gemacht? Ich wurde verarscht. Ich hätte unsichtbar sein müssen. Tja, wir sind gerade eindeutig aufgeflogen. Schnall dich an. Zentrale IRM-13, verfolgen ein BMW-N4. In nördlicher Richtung durch Millionaire. Hast du wenigstens irgendwas erreicht? Der Aufbau dieser Daten ist einfach unglaublich. So was habe ich noch nie gesehen. Sie haben Daten über alles. Schaltmuster, Bremsreaktionen, sogar Straßenbinden. Bodenbedingungen. Was zum Teufel könnten die damit wollen? Viel Spaß bei der Reparatur. Ich nehme die Verfolgung auf. LM1 13, wie lautet Ihre aktuelle... Das gibt's nicht. Ich kenne diese Verschlüsselung von meinem Hack bei Bright River Security. Du hast ein privates Sicherheitsunternehmen gehackt? Nein. Vielleicht. Zentrale, die Barrikaden konnten die Zielperson nicht aufhalten. In Ordnung. Bitte gehen Sie weg. Oh, der ist tot. Chef, diese Typen geben nicht auf. Ich fasse es nicht, dass der Mann springt, wann immer das Haus ruft. Ja, sie haben diese Stadt in der Hand. Aber ich bring uns hier raus. Die Nagelbänder habe ich ja mal gar nicht gesehen, ey. Was auch das immer auch gerade war, ey. Bin mehr oder weniger heil rausgekommen. So ruhig geblieben ist. Adam 1-6, wie lautet Ihre aktuelle Position? In westlicher Richtung durch Silver Canyon. Verfolgung in westlicher Richtung durch Silver Canyon. Hier A16, können dem Wagen nicht folgen. Er hat alle Einheiten abgeschüttelt. Hier Zentrale, wir haben die Zielperson aus den Augen verloren. Sie war zuletzt unterwegs in südlicher Richtung durch Silver Canyon. Zentrale an NM16, wo sind Sie gerade? In östlicher Richtung durch Silver Canyon.
Verfolgung läuft in östlicher Richtung durch Silver Canyon. Die A13 können nicht mithalten, sind erstmal raus. Macht's gut, Trottel. Verstehe, warum der Broker dich folgt. Du bist unglaublich. Hast du alles? Was? Oh ja. Echt überzeugend. Hey, der Job ist erledigt. Wir mussten allerdings abbrechen. Habe ich gehört. Ich melde mich wieder, sobald der Underground Soldier etwas Nützliches entdeckt. Mach das. Weitermachen mit der nächsten Mission. Backdoor. Jess, bist du da? Underground Soldier? Was ist los? Ich habe unsere Daten genutzt, um ein Hauscasino zu verwanzen. Die Firewall war ein Witz, aber ich wurde entdeckt und muss fliehen. Hol mich hier ab! Verdammt, halt durch, ich bin unterwegs. Beeil dich! Sorry, Broker. Gibt eine Planänderung. Was ist los? Der Underground Soldier hat's allein versucht und wurde erwischt. Ich hol ihn jetzt ab. Oh je. Jungs, die Soldaten spielen. Okay, schnapp ihn dir, bevor sie es tun. Wo bist du? Wo ich bin? Wo ich bin? Ich bin unterwegs, um einen Vollidioten den Arsch zu retten. Schon gut, aber ich hab was entdeckt. Das wird der Hammer. Falls ich hier rauskomme. Sobald du da rauskommst. Soldier, was hast du dir nur dabei gedacht? Schon sind wir da. Aber hier geht ganz chillig. Der ganz chillig ein. Du musst in Zukunft echt vorsichtiger sein. Sagt ausgerechnet die Fluchtwagenfahrerin. Dein Job ist, Ärger zu vermeiden. Mein Job ist, dich wieder rauszuholen. Status.
Ich hab ihn wohlbehalten abgeholt. Die Cops haben uns komplett umzingelt. Sei doch still. Charlie, ich weiß nicht, wie du denken konntest, das wäre eine gute Idee. Wir haben eine Backdoor zu ihrem System. Und nennen mich bitte nicht Charlie. Oh, das ist ja mal interessant. Charlie? Mein Zivilistenname. Frau Schiffblock und ihr. Sie gab mir einen Namen und ein Ziel. Ich hab sie noch nie so verlegen erlebt. Ihr muss viel an dir liegen. Ja, wir kennen uns schon ziemlich lang. Ich kann euch sehen. Sieht aus, als hättet ihr Firepass zur Schiffblockbasis. Du verfolgst uns live? Das kannst du? Ich würde lieber nicht näher nachfragen, was sie kann und was nicht. Bei dir klinge ich so geheimnisvoll, Charlie. Ich sagte, nenn mich nicht. Sie kann so schwierig sein. Erinnerst du dich an diese Serverdaten? Wie es aussieht, sind in den Wagen Zubehörteile von Chidori verbaut, die sie übertragen. Was? Aber unsere Crew nutzt auch Chidori. Sind da Daten von uns dabei? Moment. Okay, nein, sie sind alle Sonderanfertigungen direkt vom Anbieter. Wer auch immer diese Autos besitzt, wusste, was in sie eingebaut wurde. Hey Soldier, dieser goldene Lambo, den wir dem Haus geklaut haben. Check mal bitte, ob er in der Datenbank ist. Gute Idee, ich sehe nach. Ja, da ist er. Darin sind viele spezielle Chidori-Teile verbaut. Ein Glück, dass wir damit nicht rumgefahren sind. Ich hasse die Vorstellung, das Haus könnte die ganze Zeit Daten von uns empfangen haben. Ich dreh durch! Danke nochmal, Jazz. Underground Soldier war wohl rechtzeitig zurück. Wir sind drin. Ihr zwei habt's geschafft. Wir alle tun, was wir können. Apropos. Charlie braucht bei seinem nächsten Hacking-Job wieder deine Hilfe. Naja, Hacken ist eigentlich nicht mein Ding. Und trotzdem muss es sein. Ich schick dir die Position. Alles klärchen.
Charlie konnte mit Hilfe der Blackbox einige tote Briefkästen in der Stadt identifizieren. Du musst die Daten abgreifen, bevor das Haus sie bekommt. Ich schicke dir jetzt den Dechiffrierschlüssel, mit dem du sie entpacken kannst. Klar, okay. Jeder Ort hat ein bestimmtes Zeitfenster. Verpasst du es, werden die Daten gelöscht. Super, noch mehr Druck. Soldier? Jack, was gibt's? Ich brauch deine Hilfe. Ich muss eine, Blackbox oder so entschlüsseln. Alles klar. Dabei hilft dir dein Attacker von nebenan doch gern. Super, danke. Mal sehen, ob das Ding funktioniert. Ich schick dir jetzt die Daten. Hab sie. Entschlüsselung läuft. Jawohl, der erste haben wir. Einen hätten wir. Ist da was? Wann und wo? Kann ich nicht sagen. Man braucht außerdem ein Passwort, aber es ist nicht in diesem Drop. Na toll. Ah. Schön. Hab sie. Entschlüssele die Daten. So. Ein neuer Tag, ein neuer Job. Haben wir Zeit und Ort? Nein, das hier ist etwas anderes. Oh, wow. Sieht nach der nächsten Phase der Datensammlung aus. Wie bitte? Sie planen Daten von Zivilfahrzeugen zusammen. Ich sehe jemand auf dem Taxen, Streifenwagen, Minivan, alles. Ernsthaft? Das ist nie im Leben legal. Du kriegst noch mehr rein. Kleinen Moment. Oh, läuft doch gut, würde ich jetzt behaupten. So, jetzt. Zu dem. Ha! Das war ein Kinderspiel. Okay, ich hab den Ort. Jetzt fehlen nur noch die Zeit und das Passwort. Ganze drei Möglichkeiten bleiben uns noch. Upload läuft. Sehr gut. So, wo fahren wir jetzt nächstes hin? Ich würde sagen, da. So weit, so gut. Noch mehr Infos zur nächsten Fahrt. Irgendein Hinweis, wann sie beginnt? Sie hat bereits begonnen. Was? Wie kommen Sie an diese Daten, ohne dass wir davon wissen? Keine Ahnung, suche weiter. Hoffe, wir finden hier Antworten. So. Den hätten wir auch. Oh oh. Oh oh, was? Ich hab das Passwort. Es heißt Sintflut. Ich hoffe, das bezieht sich auf eine Datenflut, nicht auf, naja, Altes Testament, Überschwemmung der Erde, Neubeginn der Menschheit und so weiter. Ja, hoffen wir's.
So, haben wir alle Plätze observiert. Oh ja, verdammt! Auf sich hat. Sinnflut? Entschuldigen Sie den Aufwand. Wir hatten in letzter Zeit ein paar Sicherheitsprobleme. Was Sie nicht sagen. Hier ist die Hardware, die das Haus bestellt hat. Passen Sie gut darauf auf, wenn sie in falsche Hände gerät. Nun, das wäre nicht gut für Sie. Keine Sorge. Bin vorsichtig. Gut, Sie hören wieder von uns. Oh, zwei Missionen noch. Uns? Der Typ war definitiv nicht vom Haus. Wer zum Teufel zieht hier die Fäden? Hey, ich hab jetzt dieses... Sieht aus wie ein Steuergerät. Ein Steuergerät? Zeig es mal eurem Techniker. Er wird wissen, wozu es dient. Mach ich. Und hey, das Passwort für das Treffen war Sintflut. Das bedeutet doch keinen Ärger, oder? Ehrlich? Ich hoffe nicht. Fantastisch. Hey, Rev, ich hab hier ein Steuergerät, das du dir mal ansehen musst. Ich komm jetzt vorbei. Hier rum.
Ein unbekanntes Gerät von einem mysteriösen Mittelsmann? Du machst mich neugierig, lass mal sehen. Chidoris Reserveserie. Wie es aussieht, erhält dieses Ding von irgendwoher ein Signal. Ich würde ja sagen, vergiss es, aber... Das Solarfeld. Pass auf dich auf, ja? Hey Jess, ich habe mir das Gerät genauer angesehen. Ich lag falsch. Es empfängt nicht nur, sondern sendet offenbar auch ein Signal. Weißt du, was für ein Signal? Nein, ich habe nur GPS-Koordinaten, aus denen ich nicht schlau werde. Okay, ich gebe Bescheid, was ich auf der Baustelle finde. Hey, Graf hat sich das Gerät angesehen. Und? Er weiß nicht, was es ist, aber es empfängt Daten von irgendwo in der Nähe des Solarfeldes. Ich muss dir nicht sagen, dass du dem nachgehen solltest. Bin schon unterwegs. Dachte ich mir. Meld dich, sobald es was Neues gibt. Mach ich. Direkt eins aufs Maul gegeben. Verfolgung verläuft in westlicher Richtung nahe dem Fortune Valley Solar Drop. Ist das hart genug für euch? Alle Einheiten. Link 130 führt eine kurze Eilung. Ja, was ist los? Die Polizei hat mich erwartet. Was zum Teufel geht hier vor? Das ist absurd. Woher wusste der Kollektor, dass du kommst? Doch wohl nicht durch dieses Steuergerät, das ich abgeholt habe. Okay, ich sehe zu, dass ich hier wegkomme. Du findest heraus, woher sie es wussten. So ein Scheiß aber auch. Rhino-Einheiten nähern sich dem Zielfahrzeug. Raumfahrzeug. L30 ist auf dem Spiel. Melde mich als Der Rhino war ja schon weit zu erkennen. Er bitte Meldung. Die A13, wir übernehmen als Primäreinheit. Zentrale Zielperson in Umfahren. Die bringen sich alle selbst um. Verfolgung läuft in nördlicher Richtung durch Mount Providence. Ja, 22, bereit für den Einsatz. Bis dann.
Rammen fehlgeschlagen. Zentrale, mein Wagen wurde schwer beschädigt. Ich muss die Verfolgung aufgeben. Bestätigen. Die Person will mich aus dem Weg räumen. Bist jetzt stolz auf dich. Aber 22. Das ist aber ein trauriges Spiel. Ich versuche mit einem. Der hier geht auf meine Rechnung! Ein Haufen Minus, ey. In nördliche Richtung auf dem Switchblade Pass. Meldung erhalten, Adam 6. Zentrale, Adam 35 sind jetzt Primäreinheit. Linken 30 sind jetzt Hast du was rausgefunden? Das muss warten. Charlie hat bei sich ein Notfalltreffen angesetzt. Ich weiß nicht, worum es geht, aber kannst du hinfahren und mich dann informieren? Na klar, kein Problem. So, ach da, dann Tankstelle. Reparieren mal kurz das Auto und stecken mal ein bisschen Leistung drin. So. So, was haben wir denn hier? Auspuff.
So. Ey, wollt ihr mich verarschen? Samantha. Broker, die Daten wurden gerade auf dein Telefon hochgeladen. Du kriegst es mit Cops und dem Haus zu tun. Ich habe dir Koordinaten geschickt. Da wirst du sie los. Bin unterwegs. Und Soldier. Broker ist nicht die Einzige, die stinksauer ist. Das hier ist meine Pflicht als Underground Soldier. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und grüß Mac von mir. Wir verfolgen eine BMW in südlicher Richtung bei den Grave Cabins. An alle Einheiten. LM-1-3-10 verfolgt ein BMW-M4. Alter, werde ich jetzt tot oder lebendig gesucht? Das muss wehtun. LM-1-3-10, wie lautet Ihre aktuelle Position? Was gibt's Neues? Ich hab die Cops und das Haus am Hals, der Soldier. Hat etwas gefunden, änderte es den Schlüssel. Die halbe Person und ruhig Straßensperren auf. Ha, was für ein Anblick. Ich blockiere ihn. Hier hätte mein Sex oder Motor ist. Schicken wir seinen Abschleppwagen. Verstanden? Linke 30 ist die Festnahme erfolgt. Nein. Wie wär's damit? Vier Personen konnte fliehen. Wow, pass doch auf! Wo bist du? Ich bin unterwegs.
22 und jetzt vorsichtig zu überzeugen. Wie gefällt dir das? Zentrale, hier Lincoln 130. Können Sie mir einen Abschubwagen schicken? Alles klar, verstanden. Scheiß Rhinos, ey. An alle Einheiten. Die Highway Patrol legt gerade Nagelwände aus. Sein das war nur eine Kostprobe. Zielperson für die Nagelwände auffahren. War das etwas? Mann! Kommt eingelandet. Adam 13, haben Sie die Zielperson verhaftet? Soldier, was war so wichtig, dass du deshalb verschwinden musstest? Und denn was zur Hölle bin ich da noch an? Ja, mega geil, ey. In nördlicher Richtung durch den Mars-Brain-Tunnel. Verstanden, Adam 16. Hier A16, unser Motor ist fest. Brauchen eine neue Primäreinheit. Adam 13, sind Primäreinheit. Okay, verstanden. Hey, entspann dich! Ich hasse die Mission, ey. Scheiß Rhinos. Bäume. Scheiß Waldgebiet. An alle Einheiten, bei Adam 135 verfolgt ein BMW im Ziel. Zielperson fährt in südlicher Richtung nahe den New Haven Cabins. Zielperson versucht mich aufzuschalten. Mann, hört auf mich zu rammen, ey. Was ist denn das hier? Adam 113, wir verfolgen den GF. Adam 113, wo spielt sich die Verfolgung ab? In südlicher Richtung bei den New Haven Cabins. An alle Einheiten. Adam 113 führt eine Code 3 verfolgt. Er bitte Meldung. Er fährt westlich, nähert sich den New Haven Cabins. Meldung erhalten, Adam 13. Zentrale an alle Einheiten. So. Die Highway Patrol unterstützt uns mit Straßensperren. Seien Sie darauf vorbereitet. Zielfahrzeug hat die Barrikade mühelos durchbrochen. Ja, Bertie, unser Motor ist drin. Müssen die Verfolgung aufgeben. Verstanden. Was zum Teufel soll das? Versucht, die Zielperson festzunageln. Hör mich jetzt! Zielfahrzeug hat die Barrikade durchbrochen. So macht man das, Jungs! Sind zu weit zurückgefallen, geben die Verfolgung vorerst auf. Versuchen, ihn zu verlangsamen. Achtung an alle Einheiten. Die Highway Patrol bringt Nagelwände zum Einsatz. Oh fuck. Scheiß Ram-Attacken, ey.
Das ist wirklich. Das ist wieder so eine Mission, die für Speed meets Burnout. Mann! An alle verfügbaren Einheiten. Adam 1-6 benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Ihr benötigt Unterstützung, weil ihr dumme Lappen seid. Er fährt am besten. Nähert sich den New Haven Cabin. Verstanden. Flüchtiges Fahrzeug fährt Richtung Westen und nähert sich den New Haven Cabin. An alle Einheiten, die halbe Patrouille wird vor Ihnen Straßenschwänze auf. Echt jetzt, Leute? Zentrale, hier Adam 6. Für uns ist die Verfolgung beendet. Alles klar, verstanden. Habe die Zielperson gerammt, Zentrale. Warnung an sämtliche Einheiten. Die halbe Patrouille hat vor Ihnen Nagelbänder ausgelegt. Okay. Lincoln 130, haben Sie einen Positionsupdate für mich? In westlicher Richtung durch Mount Providence. Verfolgung in westlicher Richtung durch Mount Providence. Ha, was für ein Anblick. Zentrale, mein Wagen wurde schwer beschädigt. Ich muss die Verfolgung aufgeben. In Ordnung. Zentrale, Rhino Einsatzbereit. Rammen erfolglos. Sorry. Ah, ich muss da mal durch. Okay, verstanden, 7-6. Der Flüchtige ist gerade hart gelandet. Die A-13 können nicht mithalten, sind erstmal raus. Versuchen die Schiffe zu stoppen. Geschafft. Hier sind die Daten. Ich muss wissen, was hier vorgeht. Sehen wir mal, weshalb Charlie verschwinden musste. Du verdienst es, das zu wissen. Der Collector ist nur eine Marionette. Sein Haus nur eine Schachfigur. Alles, was ihr wissen müsst, ist hier drin. In den Arkwright-Files. Ende der Nachricht. Sie haben uns Erfolg. Ihr schafft's. Erst Martin Walken. McLaren P1. 918. Der Outlaws Rush. Morgan ist drin. Das macht nichts. Wir werden ihn fertig machen und danach bist du dran. Oh,
Sag bloß. Was ist das? Das letzte Teil des Puzzles. Gewinnt ihr, bekommt das Haus ganz Silver Rock. Verliert ihr, geht es durch die Zahlungen an mich und alle anderen bankrott. Dein Casino? Du willst wetten? All in. Du weißt, im Outlaws Rush bin ich die Beste. Okay. Das ist ein hoher Einsatz. Was wird dein Boss dazu sagen? Tja, er kriegt von mir dein Casino. Also sagt er, was immer ich will. Wollen wir es hoffen. Möge der Beste gewinnen. Das wird sie. Tyler? Hallo, Ty. Wer ist da? Du erkennst mich nicht? Das verletzt mich. Ein paar verärgerte Liegenfahrer sagen, ich sei deine Pressesprecherin. Die Stimme der Straße. Deine Crew ist im Outlaws Rush. Ihr habt's geschafft. Ich würde dir ja gratulieren, aber euch erwartet ein höllischer Kampf. Trotzdem, ihr habt in der Stadt Freunde, die wissen, wozu ihr fähig seid. Gute Fahrt, Tyler Morgan. Wir sind drin. Ihr habt's echt geschafft. Ich glaub's nicht. Wir haben's geschafft, Jess. Wir alle zusammen. Gut gemacht. Komm zum Airfield. Wir brauchen eine Strategie für das Rennen. Alles klar. Ob sie keine Evo 10? So, zumindest nicht danach aus. Nö. Dann habe ich was anderes im Sinn. Da ist er. WM3E92. Hey Ty, hier Raph. Mac muss was für mich abholen. Es wird ihm gefallen. Sag ihm Bescheid, wenn du ihn siehst. Hallo Racer. Ihr hört die Stimme der Straße. Und heute singt diese Stimme für euch. Es liegt nicht mehr in der Hand des Haus. Die Straße hat gesprochen und will Tyler Morgan im Outlaws Rush. Nachdem unsere Lieblingscrew in allen Rennen dominiert hat, wird Tyler jetzt gegen die besten Street Racer des Landes fahren. Es gibt zwar Gerüchte, das Haus würde den Outlaws Rush manipulieren, aber hey, hoffen wir einfach, dass selbst das Tyler und seine Crew nicht aufhalten kann. Tyler, die Straße hat gesprochen. Bringt das Haus zu Fall. Toll, nur kein Druck.
So. Ja, das könnte ein bisschen dauern. Boah, 13er Teil. Nee. So ein Scheiß kann ich brauchen. Auf 350 sind wir schon mal. Jetzt können wir die Karten wieder recyceln hier. Noch mal eine Runde. Das geht doch schon mal in die richtige Richtung. Turbo. Na, Kopf haben wir noch nicht. Okay, 18. Kopf brauchen wir nicht mehr. Block und Auspuff. Wäre mal cool, wenn wir alles von Nextech hätten. Ich versuch's mal. Natürlich nicht. Wäre zu schön gewesen. Auspuff.
Komm schon, Next Tech. Nein, scheiße. Ich will mal was. Ich will zumindest immer den Anblick haben. Jawohl. Bringt es sogar noch. Bringt sogar noch mehr. Einbauen. Sehr schön. Wow. Ja, plötzlich taucht der Erfolg auf, ey, krieg einen halben Herzinfarkt. Danke. So, erstmal noch ein paar Teile. So, jetzt brauchen wir noch Steuergerät, Turbo und Getriebe. Okay. Getriebe haben wir ja schon. Natürlich kriegen wir einen 17er. Was sollen wir auch meinen 18er? Ist ja Quatsch. Also Steuergerät. So, Steuergerät, Turbo und Getriebe. So. Mann, ey, gib mir ein 18er Teil bitte. Danke, geht doch. So. Getriebe. Sehr schön. Was jetzt noch Steuergerät? So, ja, also 18, perfekt. Thank you.
Aua. Jetzt wird an der Kiste optisch was gemacht. Optisch was an der Kiste gemacht, so. Denk mal, jetzt kann ich jetzt die Eckstange machen. So. Thank you.
alles Objektsets. Den Weg nicht. Joa, die Karosserie soweit fertig. Bremsscheiben. Lochte. Die sind gekauft. Ihr kriegt Falken drauf. So, Lackierung auf Folie, Bibliothek. Das ist auch gleich das Design, was ich gesucht habe. Was war das noch? Eine andere Form gibt. Wie viele dieses Most Wanted Design auf den E92 gemacht haben. Für mich gibt es nur ein wahres Auto, wo man das machen kann, und das ist der E46. Nee. Da fiel mir das Design von was vorne war viel besser. Ach, schon wieder so ein Cars-Design. Man könnte eine ganze Garage voll mit Autos in der Cars-Optik machen. Wäre mal echt lustig, aber naja. Ist gekauft. Ja. Platinblau. Platinblau.
So, dann wäre der erste Wagen schon mal fertig. Jetzt brauchen wir nur noch einen Aufführer, oder? Wobei, das kann man auch später machen. So, jetzt holen wir noch uns noch einen Offroader. Da schwebt mir vor. Ah, da ist er schon. Der Evo 9. Den 10er gibt's ja nicht. Ja, den holen wir uns. So, dann geht's damit. Hey Mac, ich brauche deine Hilfe. Würdest du was für mich abholen? Du weißt, du kannst auf mich zählen. Es wird dir gefallen. Ich schicke dir die Infos. Weil ich denke mal, Speedcross werde ich in einen extra Stream machen. Dass hier dieser 10. Stream quasi nur halt der Abschluss der Hauptstory ist. So, jetzt Aufholjagd-Pack holen hier. Jetzt haben wir nur noch 110.000.
Wir nehmen unsere Rolls. Nein. Oh, Alter, wieso kriegt nur Elva-Teile? Nein, will ich nicht. Ah, Nase juckt. Leg mich doch am Arsch, ey. Oh, 15er Teil. Endlich mal vernünftige Tier. Ein Steuergerät. So, Triebe. Machen wir einfach eine normale Runde wieder. Sehr schön. Oh, 14. Okay. So, jetzt sind wir wieder eine Runde durch. Eintauschen.
So. Nächste Runde. Achtzehn. Steuergerät ist auch 18 jetzt. 370. Okay. Wieso nur in so kleinen Schritten? Ah, wunderbar. So. Block, Steuergerät, Turbo und Auspuff. Okay. Ach, wirklich hier nie nur in Einser Schritten. Scheiß Auspuff. Na, wer sagt's denn? Hä? Okay, mach mir nochmal ein bisschen schneller, okay. Ach nee, Steuergerät hatte ich schon. Mal. Block. Turbo und Auspuff. Also noch drei Teile. Oh, ey. Das sind immer so eine Wahnsinnssprünge, ey. Das ist kaum in Worte zu fassen. Na also. Block, Turbo und was noch? Also. Ah, Auspuff war das. Also. Brauchen wir nur noch den Block. Sehr schön. Leistung fertig.
jetzt tun wir noch einmal optisch. Und dann ist das letzte Mal Tuning für diesen, in diesem Stream-Projekt hier. So, machen. Machen wir mit der Kaserin. Schild. Mal schauen.
So. Schlitzt. So. Felgen. Die? Das sind die. So. Beim Scheiben. Schlitz da. Ja, lass ich so. Weil die passen. So. Ne, weil die getönten Frontscheinwerfer, die würden dann nicht zu dem Design passen, was ich vorhab. Wenn sie das drinne haben. Ja, natürlich das Tokyo Drift Design, das haben sie drinne. Lackierung aus dem Most Wanted. Jetzt muss ich mal gucken. Könnte man nehmen. Ich lasse mal, wie es ist. Mit denen gehen wir raus. Noch was vergessen, verdammt.
So. Jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir bereit für den Outlaws Rush. Das große Finale des Spiels. Das Haus wird versuchen, uns aufzuhalten. Rechnet mit Killswitch-Wagen und heftiger Cop-Präsenz. Jess, sind wir bereit? Wir werden sie fertig machen. Gut. Mac? Alles geklärt. Meine Gang und ich werden den Cops Feuer machen. Und Rev? Ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. Oh, Tyler, sobald du weißt, mit welchen Wagen du den Rush fährst, solltest du dafür sorgen, dass sie perfekt abgestimmt sind. Klar, wir sehen sie uns nochmal an. Ja. Okay, na dann. Stürzen wir mal das Haus. Okay. Garage verlassen. Finde ich auch lustig. Wir haben gerade dafür gesorgt, dass sie abgestimmt sind. So. Was müssen wir jetzt machen? Nee, aber wir haben ja gerade jede Menge Zeit damit verbracht, die Wagen fertig zu machen. So. Würde sagen, die Strecke fahren wir runter. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Sonnenaufgang verrät einem, was für ein Tag bevorsteht. Heute vermutlich ein Racing-Tag. Wärst du überrascht? Du wusstest, dass ich es schaffe. Es ist nicht irgendein Barrier-Straßenrennen mit Jeff und den Jungs, Tyler. In der realen Welt möchte ich nicht der Beste zu sein. Glaub mir, ich hab's versucht. Du konntest mich schon damals nicht schlagen, Lina. Und obwohl du jetzt Geld und das Haus im Rücken hast, schlägst du mich immer noch nicht. Für dich ist alles ein Rennen, Tyler. Und das wird sich nie ändern. Ich werde dich nicht nur schlagen, ich werde dich vernichten. Was? Ernsthaft, sei so nett und gewinn, Tyler.
Racer nehmen wir natürlich den M3. Und Offroad den Lancer. Du hast es also tatsächlich ins Rennen geschafft. Und ich bin hier, um dich zu schlagen. Oh, Tyler. Jeder Fahrer wird dich fertig machen, weißt du? Jeder Cop in der Stadt wird dich verfolgen. Du bist nichts als ein Loser, der mir im Weg steht. Und deine Glückssträhne wird enden. Genau da liegst du falsch. Hier geht es nicht um Glück. Jazz, Mac, es ist soweit. Du schaffst das, Ty. Viel Glück. Ich hab schon Navarro gesagt. Glück hat damit nichts zu tun. Es ist soweit, Racer. Der Outlaws Rush beginnt. Die Drohne ist in der Luft. Ich melde mich, falls Lina irgendwas versucht. Diese Typen sind die besten Racer des Landes. Vergiss nicht. Um eine Runde weiterzukommen, reicht es, in der oberen Hälfte zu landen. Danke, Jess. Aber du kennst mich. Wenn ich fahre, dann um zu gewinnen. Das finale Rennen hier. Ihr wollt mich wohl verarschen. Na sowas! Nobody will immer noch die Welt retten! Mr. Morgan, bist du bereit für dein Ende? Der Collector will einen Abriss. Und ich werde ihn durchführen. Oh, das sieht nicht gut aus. Es gibt Ärger und er nimmt direkten Kurs auf Tyler Morgan. Spielen. Also, bleib dran. Was macht denn die KI bitte? Hab einen Unfall gebrochen, bin immer noch Erster. Die können ja nix, ey. Ah! Nein! Telefonmasten überall. Hilfe! Was zum Geier? Was zum Geier? Sieht schon sexy aus, der M3, muss ich echt sagen. Der Outlaws Rush geht auf die Schmuggler der goldenen 20er zurück. Ganz genau. Daher das Outlaw im Outlaws Rush. Und weg seid ihr!
Beherrscht ihr die Blacklist, den Speed King besiegt, den Run absolviert? Dann willkommen bei Outlaws Rush, der ultimativen Herausforderung. Kinderspiel! Hey, ich wollte nur sagen, Hals und Beinbruch. Im übertragenen Sinne natürlich. Klar, danke. Gewinn einfach, denn wenn ich mein Casino verliere, breche ich dir wirklich die Beine. Ich mach nur Spaß. Nein, mach ich nicht. Ihr habt doch eh keine Chance. Tyler liegt trotz heftiger Eingriffe durch das Haus in Führung. Wenn er in der oberen Hälfte bleibt, qualifiziert er sich für die nächste Etappe. An mir kommt keiner von euch mehr vorbei. Ich hasse Klippen. Das Rennen zum Observatory ist nur die erste von drei Etappen im Outlaws Rush. Und wenn ihr die schon schwierig findet, Rexer, dann macht euch im Offroad-Abschnitt auf was gefasst. Ich bin fast beim Observatory. Du bist in Führung und dein Offroad-Wagen wartet. Zieh's durch, Tyler! Leute, ich weiß nicht warum. Ich nehme jede Klippe mit. Fragt mich nicht warum. Tyler Morgan gewinnt die erste Etappe des Outlaws Rush. Sie sind alle raus. Okay, informier die Cops. Niemand darf durch, außer unserem Mann. Die Fahrer haben auf ihre Offroad-Autos gewechselt. Jetzt wird's richtig schmutzig. So wie ich es mag. Danke, Mr. Offroad.
Aktuell noch Vierter. Oh oh, Ma. Jede Menge Cops. Feuer klar, das Haus sponsert doch kein faires Rennen. Die Erde 35 haben ein 410. Mehrere Ziele fahren Offroad Richtung Airfield 73, Code 3. Stoppen Sie Tyler Morgan. Die anderen sind unwichtig. Zentrale, bitte Bestätigung dieser Anweisung. Bestätigt, Adam 35. An alle Verfolgungseinheiten. Tyler Morgan ist das Primärziel. Ignorieren Sie die anderen Fahrzeuge. Sie haben Killswitches. Doch. Keine Sorge. Rest Spielzeuge müssen dich schützen. Müssen? Adam 13, der Killswitch funktioniert nicht beim Zielfahrzeug. Bitte präzisieren Sie das, Adam 13. Ist Ihr Killswitch-Gerät defekt? Negativ, Zentrale. Zielfahrzeug reagiert einfach nicht darauf. Perfekt. Ihr Killswitch hat nicht funktioniert. Yes! Es hat funktioniert. Natürlich tut er das. Wenn auch nicht ewig. Irgendwann brennt die Schaltkreise durch. Also werden die Kampfflieger schnell los. Geil. Gehen mir langsam echt auf die Nerven. Halt einfach bis zum Airfield durch. Da wartet eine Überraschung auf Sie. Die Führung nimmt mir so leicht keiner mehr. Max, nimmt hier die gesamte Polizei von Fortune Valley am Arsch. Ihr habt's gehört, Freunde. Los geht's. Die Link 73 steht euch bei. Cutscenes sind geil. Noch eine letzte Runde. Jetzt zählt's. Muss man sagen. Der Grisha-Sist ist im Spiel. Wir beschäftigen die Cops von Rex bis New Haven Lake. Hier ist der Ryan Club. Wir halten die Cops in Downtown beschäftigt. Leg los und gewinn das Rennen, Big Brother. Wir kämpfen für dich. Leuchtbomb hier. Wir sind in Silver Canyon eingeschlagen. Silver Six in the Barrio. Wir halten die Cops hier mächtig auf Draht. Hol dir den Sieg, Lilltal! Zentrale, Amo 22 meldet mehrere Code-3-Vorfälle in und außerhalb der Stadt. Fordere sofortige Unterstützung an. Die Lage droht zu eskalieren. Das muss warten. Wir brauchen alle verfügbaren Einheiten für morgen. Bei allem Respekt, man. Wir haben es überall mit rücksichtslosen Fahrern zu tun, die öffentliches Eigentum gefährden. Situation ist kritisch. Bestätige, Amo 22. Code Red an alle verfügbaren Einheiten in den Bezirken 1 bis 4. Bringen Sie diese Fahrer und Fortune Valley unter Kontrolle. Schön, dass wir im Valley so viele Freunde haben. Wir alle stehen hinter dir, Kumpel. Und jetzt gewinn das Ding! 6 Kilometer noch zu fahren. Ah! Felsen. Alter, was ist denn das? Ruf dich zu drehen. Mein Gott. Fangt mich doch. Tyler ist kurz vor dem Ende der Offroad-Etappe unter den Top 3. Er kann es schaffen. Es war so klar, ey. Mann, ey, diese Steuerung manchmal.
das Auto manchmal so am Schlenkern ist und du die Karre einfach nicht ruhig gestellt kriegst. Das ist so nervig. Auf zu untersteuern jetzt. Es läuft gut, Ty. Wir alle feuern dich an, Kumpel. Danke für die Hilfe, Mac. Und Tyler Morgan gewinnt die Offroad-Etappe des Outlaws Rush. Sehr schön. Sie wurden abgezogen? Wie viele? Alle, Mann? Weißt du was? Ich hab die Schnauze voll. Ich kümmere mich selbst drum. Moment, es gibt einen Fahrertausch. Ist das überhaupt erlaubt? Die Finaletappe des Outlaws Rush ist nicht der Champion, sondern Lina Navarro. Ihr habt nicht den Hauch einer Chance. Okay, jetzt heißt es du gegen mich, Navarro. Du weißt, was für Tech in unseren Wagen steckt. Du hast keine Chance. Betrüg ruhig. Du verlierst trotzdem. Tyler. Du schaffst das, oder? Du schaffst das. Darauf kannst du Gift nehmen. Das war's für dich, Morgan. Mit der Tech in diesem Wagen entscheide ich über das Ergebnis jedes Rennens im Valley. Diese Schlacht sollte mich brechen. Jetzt bin ich dran. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Bitte. Selbst dein Freund, der Gambler, weiß, was passieren wird. Er hat sich einfach nur für die falsche Seite entschieden. So viel zu deiner schicken Technik, Navarro. Du verlierst. Davon träumst du. Gut. Jetzt gewinnst du nur noch durch Manipulation. Leute wie du und ich wurden schon immer beschissen, Morgan. Ich wollte nicht nur ein Spielzeug für andere sein, sondern zu den Gewinnern gehören. Nein, du hast aufgegeben. Deshalb musste ich deine Crew verraten, Tyler, um aus The Barrier rauszukommen. Und jetzt wirst du dafür bezahlen. Ich bin beeindruckt, wie weit du es geschafft hast, aber hier ist für dich Endstation. Du bist nur das letzte kleine Hindernis auf meinem Weg an die Spitze. Das sehen wir ja dann, an der Ziellinie. Lina, Sie haben doch behauptet, Sie hätten die Situation im Griff. Ich habe sie ja. Nein, ich erledige das selbst. Was meinen Sie? Mein Glückwunsch, Morgan. Sie stehen kurz vor dem Sieg gegen meinen Racer. Sieht so aus. Morgan. Das Haus könnte jemanden mit ihrem Talent brauchen. Sie wären der beste Racer der Stadt und unermesslich reich. Aber es gibt einen Haken, richtig? Einen kleinen. Sie müssen das Rennen verlieren. Was soll das? Nur sagt mir, gehört Ihnen diese Stadt. Und dank Ihrer verdammten Fehde verliere ich sie wieder. Danke für das Angebot. Ich passe. Kommen Sie schon, Morgan. Was wollen Sie? Geld? Lenas Kopf auf einem Tablett. Sie müssen es nur sagen. Ich will, dass Sie alles tun, um mich zu schlagen. Dann weiß ich nämlich auf jeden Fall, dass mein Sieg verdient war. Das hier ist noch nicht vorbei. Tyler, Karten auf den
Ja, ja, ja! Hat uns ruiniert, Navarro. Ihr Versagen wird mich den letzten Cent kosten. Das Haus ist mit den Straßen fertig. Und mit Ihnen ebenfalls. Was? Nein, ich hab zu hart dafür... Alles, was Sie haben, verdanken Sie mir. Jetzt verlieren Sie es wieder. Dann werden wir aber gemeinsam untergehen. Sie wissen, wie viel ich über Sie weiß. Über alle von euch. Es war dumm, Ihnen zu vertrauen. Diesen Fehler mache ich nie wieder. Also Tyler, der Rush und das Haus sind Geschichte. Was kommt als nächstes? Ich wüsste da was. Nein, sag bloß. Wie wär's mit einem Rennen zum Airfield? Ernsthaft? Höre ich da etwa Angst? Verstehe ich gut. Schließlich bin ich jetzt Champion. Oh, du bist erledigt. Ja, das war's mit der Hauptstory. Von Need for Speed Payback. Ja, und dann... Ja, ich wäre damit durch zum zweiten Mal. Auf Konsole, auf dem PC habe ich das auch einmal durchgespielt. Ja. Es ist nicht unbedingt der beliebteste Teil der Reihe. Was ich durchaus an manchen Punkten verstehen kann, aber ich muss sagen, ich hab meinen Spaß mit dem Spiel. Gerade auch die Fahrphysik, das ist mir sehr entgegengekommen nach dem 2015er Need for Speed, womit ich mich eher schwer getan habe. Na gut. Aber Payback hat auch so seine Fehler. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja. Ja, ein Stream zum Payback wird noch kommen. Da spiele ich dann noch die Speedcross-Story. Und dann wäre das Projekt abgeschlossen. Ja. Mehr habe ich dann auch nicht mehr zu sagen. Wird mich dann schon mal verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja. Wir sehen uns im nächsten Stream. Bis denne und ciao.
Ihr Spiel gegen das Haus war skrupellos und elegant, Mr. Weir. Tyler Morgan war ein kluger Schachzug. Er könnte in Zukunft noch nützlich sein. Ich weiß. Der Kollektor ist Geschichte. Sie haben gewonnen. Willkommen bei Arkwright.